Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, zu einer neuen freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Da ich jetzt nicht viel Zeit zum Aufnehmen habe, machen wir einfach mal so eine random Folge, wo wir einfach nur nichts Besonderes machen. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ihr könnt es mir ja in die Comments schreiben, was ich mal demnächst so machen kann. Aber morgen wird eine geile Folge kommen, da ich in 17 Minuten Hexen habe, da werde ich mit Go Wipe angreifen. Oh ja, das wird geil. Ich komme wieder. Okay. Was wir in der heutigen Folge machen werden. Ich habe keinen blassen Schimmer. Bei uns ist ja wieder Clankrieg. Und irgendwie verscheißen wir jeden Clankrieg. Ich weiß nicht, woran es liegt. Gucken wir mal einfach in den Kriegsereignissen nach. Jetzt dauert mir zu lange Kriegsstatistik. Ja, also 3 Sterne. 9 bei den anderen. Scheint russisch oder ukrainisch zu sein, also osteuropäisch. 2 Sterne, 2 Angriffe und da 7 und Bones 8 Ein-Stern-Angriffe und bei denen nur 4. Also, das ist kein Wunder, dass wir dann so mächtig zurückliegen. Fragen wir mal, wer besucht werden möchte. Besucht werden? Fragezeichen. In der Zwischenzeit würde ich mal sagen, wir greifen auch direkt an. Oh, geil! Eine Juwelenkiste. Oh, danke, Supercell. Geil. Ja, und ich habe in 2 Tagen auch Schweinereiter auf 3. Und da können wir die auch direkt testen. Also, die sollen ja erst ab 4 gut werden. Ich würde mal sagen, wir greifen mal wieder mit Barsch an. So, überhaupt nichts Besonderes. Bis gleich. Also, den werden wir uns jetzt snaggeln, weil ich echt keinen Bock mehr habe zu suchen und in 12 Minuten beginnt Aktenzeichen, also muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Ich hatte heute Nachmittag keine Zeit, die Folge zu drehen, da ich mit Kumpels bei Megis chillen war. Also wir waren chillen, yay. Danach war ich noch im Fitnessstudio und dann war es auch schon 19:30 Uhr. Ja, was sollen wir machen, ne? Also den werden wir jetzt overkillen. Yay. Nein. Bald Weihnachten, nur noch 1 Monat und 5 Tage. Richtig geil. Ja, komm, geht ans Loot, ey. Wenn wir das nicht schaffen sollen, dann gibt's aber Schläge. Nein. Der Barbarenkönig hinterher. Die Bogenschützenkönigin kann ich ja nicht benutzen, da ich sie gerade upgrade auf 4. Das ist ganze 4 Jahre alt. Ja. Der wird mal hier wieder ein Lustigland. Ja, das müssen wir eigentlich hinbekommen. Ich meine, was ist hier noch, was wirklich gefährlich werden könnte für Barbarenkönig? Nichts. Der Minenwerfer ist jetzt auch weg und jetzt setzen wir die Fähigkeit von dem ein. 100% läuft. Ja. Ab zum Pokal. Läuft noch mehr. Oh nein, nicht Bogenschützen nachproduzieren. Ah, scheiße. Ich wollte doch schon mal. Na, will jemand hier? Ja, nein. Hier. Du willst doch ganz bestimmt Barbaren haben. Kein Ding, ob es so weh. Wenn wir hier noch was haben. Magier Bogis 5, ja. Der will ja auch Bogis Level 6 haben. Riesen Schweine, ja, du willst es nicht haben. Ich brauche Verstärkung, da geht ein Barbar rein. Ja, Mann, jetzt braucht hier keiner mehr was. Drache oder Magier auf 6, okay, ein Drache auf 6, das wäre. Ah, 22 Archers. 22 Archers. Wenn wir besucht werden, anscheinend will ja keiner besucht werden, besuchen wir ihn jetzt einfach, weil ich sonst nicht weiß, was ich noch in dieser Folge machen soll, da ich jetzt noch 9 Minuten habe und wieso lädt diese Scheiße einfach nicht? Abends ist Telekom echt? Oh, ich könnte richtig in die Tonne treten, ey. Oh, komm, ey.
Ah, geht doch. Besuchen. Level 73. Rat ist Level 9. Meiner Meinung nach etwas sehr früh hochgegangen, aber die Base, also hat nur einen X-Bogen, aber ist zentral gelegen. Die Teslas hätten noch nicht alle gebaut, anscheinend. So ein dunkles Elixierlager ist prall gefüllt mit 17.000. Die Magiertürme stehen meiner Meinung nach ein bisschen weit zu außen. Zu weit außen. Ja, du bist auch gerade hochgegangen. Weil der Magierturm hier gratis auf 3 geupgradet wird. Aber sonst ist die Base eigentlich in Ordnung. Bis auf, dass hier die Klarenburg halt sehr weit außen steht. Dass die Magiertürme weit außen stehen. Die Minenwerfer sind gut positioniert. Die Luftabwehren. Er hat nur 3. Ja, wenigstens ein Dreieck. Also ist trotzdem gut. Ich würde mal sagen, das war's dann noch für heute. Aber ihr könnt euch auf die morgige Folge freuen. Da die Premium of the World mit Go Vibe, Golems, Wizards and Witches. Ciao!